Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ja, unglückliche Niederlage im letzten Spiel. Wir haben, oder ich habe im Kopf einfach eine Sekunde zu zeitig abgeschalten und dadurch dann den späten Gegentreffer zur Führung des Gegners bekommen. Und das zeigt halt wieder, man muss bis zur letzten Sekunde aufmerksam sein. Erst wenn es abgepfiffen ist, ist es abgepfiffen. Tja, das hätte ich bestimmt verhindern können, das Tor. Deswegen, das hätte mir zumindest ein Elfmeterschießen gebracht. Sehr ärgerlich, aber okay. Kann man erstmal nichts dran ändern. Ich drehe erstmal meine Heizung ab, weil es ziemlich warm hier drin ist. Nicht so das mega krasse Team, aber trotzdem gefährliche Spieler drin. So, konzentriert spielen und diesmal bis zur allerletzten Sekunde, damit ich hier zwei Siege in der Folge präsentieren kann. Hätte ich Bock drauf. Nein, ich wollte nach vorn passen. Keine Ahnung, ob man das hätte besser verteidigen können. Geil gemacht. Schade. Oh, wie er mich blockiert. Das sollte auch nicht dahinter passen, da war zu stramm aufgezogen, deswegen war es meine Schuld. War ein bisschen Glück, aber scheiß drauf. Hat der Gegner auch nicht perfekt verteidigt, definitiv. Aber wie gesagt, war trotzdem ein bisschen Glück. Schönes Ding, Gnabry. Wichtig. Wenn er den nicht gemacht hätte, dann wäre er auch böse gewesen. So konnte er nicht schön mit seinem Steigen rechten ins lange Eck schießen. Flach.
Oh, mir krabbelt der Kopf. Oh, meine Fresse. Was war denn daraus? What? Hätte ich nicht gedacht, dass der gefährlich wird. Krass. Und dass wir hier den Ball wieder verlieren, ist auch krass. Er muss aber noch ein paar gelbe Karten geben, hm? Nachträglich. Macht er gut. Okay, es müsste schon 2-1 von Gegner stehen, ganz ehrlich. Was? Das war doch auch ein Foul gerade. Toll geklärt. Abseits. What? Keins? Konzentrieren, come on. Oh, krass, Gnabry. Okay, das war ein richtig geiles Tor. Das hat er richtig geil gemacht. Wahnsinn. Richtig gut. Und es ist auch nicht ganz verdient, diese Führung. Aber vielleicht ist ja wieder so ein Spiel, wo wir in der zweiten Hälfte besser sind als in der ersten. Puh, nice. Goal for the visitors. Sergio Gnabry.
So nennen sie ihn, okay. Im Englischen. Er schafft immer irgendwie den Ball rauszuholen, ohne dass es ein scheiß Foul ist. Das war wieder mal ein schlechter Pass von Schmelzer. Oh, Gnabry hat einfach einen geilen rechten Schuss. Also doch. Jetzt wird's langsam geil mit ihm. Jetzt wird's langsam geil. Und das 3-1 ist noch keine Vorentscheidung, aber es geht schon stark in die Richtung auf sie. Krass, und das gegen den Gegner hätte ich auch nicht gedacht. Sehr geil, sehr, sehr geil. Oh, bricht er jetzt schon ab? Das wäre krass, weil so viel besser war ich eigentlich nicht. Er könnte auch einfach umstellen. Aber mir wäre es natürlich lieber, wenn er abbricht. Wie immer halt, aber ich glaube, er bricht nicht ab. Pff, wird wahrscheinlich wechseln oder so. Eieieiei, Gnabry, was ist denn da los? Und er hat es geschafft. Jetzt habe ich das Gefühl, er könnte Werner überflügeln und fest im Team bleiben. Wobei ich mich über eine Info von Werner auch freuen würde. Wäre dann wahrscheinlich ein 84er oder so. Aber die wäre dann auch entsprechend teuer. Ich denke mal 200.000 würde ein Info Werner kosten. Minimum, vielleicht sogar 300.000. Oh, Tor, da war sogar noch dran. Aber konnte nicht mehr entscheidend abfälschen. Bakayoko und Mkhitaryan. Na, Bakayoko wird irgendwie oft eingetauscht, kann das sein? Sujinami. War das eigentlich sein drittes? Kann das sein? Schade. War da was ganz Verrücktes. Puh, jetzt kann ich leider gar niemanden mehr kurz einspielen, wie es aussieht. Das ist schon mal scheiße. Außer ihn vielleicht, aber das ist mir zu riskant. Könnte natürlich hier... Oh, was kein Foul, oh mein Gott. Kann denn das kein Foul sein? Pass war leider nicht perfekt, den hätte man so spielen können, dass er ankommt. Aber war natürlich ein schwieriger Pass. Schon gedacht, dass er irgendwie die Mitte zieht und es dann entsprechend antizipiert, auch wenn es ein bisschen in die Hose ausging. War es dann doch noch ganz gut. Mist. Hat mich schön vernaschen lassen. Das war eigentlich total schlecht von ihm und es ist zum Glück auch entsprechend ausgegangen. Schade, wenn Origi noch volle Power hätte, hätte es geklappt. Ich wollte aber eigentlich auch hoch spielen und nicht flach. Das war scheiße von mir, der direkte Pass. Hätte ich nicht machen dürfen. Oh, ich hab's gesehen. Also ich wusste, dass das jetzt passiert, aber ich konnte nichts mehr machen. Haben wir Glück, dass es hier kein Tor gibt. Wenn der noch ein Tor schießen würde, würde ich auch wechseln, aber ansonsten würde ich die 2-0-Führung, die 2-Tore-Führung erstmal dazu nutzen, um meine Wechselspieler sich regenerieren zu lassen.
Okay, das erste habe ich gut gemacht, beim zweiten dann scheiße wieder. Oh fuck, komplett alleine. Oh, eigentlich hat das komplett verkackt. Es ist 1,80, es geht auf Zeitspiel. Eigentlich hat das komplett verkackt und trotzdem geht das Ding irgendwie rein. Was? Fuck! Aber egal, jetzt konzentrieren wir uns. Zeitspiel und Bingo Bongo haben wir das Ding gewonnen. Es, eieiei, eigentlich hat das komplett verkackt, aber naja, er macht es dann trotzdem noch irgendwie. Über eine dumme Flanke. Krass. Scheiße, mein Zeitspiel wieder weg. Oh, zum Glück. Dividends aus, danke. So, das war's jetzt aber bitte. Aber ja, ich bleib dran, ich bleib dran, ich konzentriere mich. Okay, nice, gewonnen. Ich weiß, ich kann gar nicht richtig einschätzen, ob es verdient war. Ich glaube, es war wieder so. In der ersten Hälfte der Gegner besser, in der zweiten ich. Und naja, Gnabry hat, glaube ich, 3 Tore gemacht. Ist auch hier mit 10 Punkten bewertet. Ja, macht einen Dreierpack, sehr krass. Vorlagen, Arangis und Origi schon wieder. Dieser Origi, meine Fresse, ist der geil. Was der gerade abliefert und Coman kackt komplett ab. Aber ist klar, ihm klauen alle anderen die Scorer-Punkte. Sokrates, weiß ich nicht, ob der schnell gewechselt wird. Ich glaube es eher nicht. Zwei Scorerpunkte. Puh, das ist nicht so geil. 0,2. Also, ich gebe jetzt Coman noch ein Spiel eine Chance. Dann werde ich erstmal auf. Habe ich eigentlich Ribéry noch? Oder habe ich den schon verkauft? Naja, Ribéry habe ich noch. Was hatte Philipp? 16 Spiele, 4. Das ist 0,25. Und Ribéry 20 durch 75 sind 0,35. Das ist halt schon deutlich besser. So, anscheinend muss ich wirklich wieder Ribéry nehmen. Wie viele Spiele hatte er? 16. 16, 16, 16. Aber Philipp fühlt sich halt so geil an. Das ist das Problem. Coman eigentlich nicht mehr. Also Coman kriegt noch ein Spiel, damit das jetzt auch weiß quasi. Kriegt das noch ein Spiel, eine Chance zu zeigen, dass er doch jetzt ein Knotenplatzer ist und was abgeht. Ansonsten wird das mal Philipp wieder genommen. Philipp bekommt dann noch ein paar Spiele und dann wechseln wir halt wieder auf Ribéry. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Spiel hier. Handanovic, okay. Ja, ganz anständiges Team, aber jetzt nicht, ja, das Allerbeste ist jetzt nicht, aber schon ziemlich gut, vor allem der Sturm halt wieder. Wie halt wirklich fast jeder Mbappé spielt, das gibt's gar nicht. Und er war okay, aber ich fand ihn jetzt irgendwie nicht so krass überragend, also wenn er gegen mich gespielt hat.
Boah, eigentlich hat er das gut rausgespielt, aber der Abschluss war Katastrophe. Haben wir Glück. Oh, er hat es antizipiert und ist schon dahin gegangen, aber es hat nicht gereicht, zum Glück. Oh, ich glaube, das spielt ziemlich gut. Wir haben Glück. Ja, der Gegner Glück, aber was für welches? Ach, das wäre ein schönes Tor gewesen, schade. Oh, oh. Oh, da haben wir wieder Glück, aber natürlich war das auch ein deutlich schwieriger Abschluss und das andere war Alu. Abseits. Ja, war mein Fehler. Zum Glück macht er das dann auch nicht wirklich besser. Benatia, come on, Kopfballtor. Oder Torreira wieder mit einem geilen Distanzschuss. Ach, von dem mal eine Second Inform wäre geil. Und die Ecke, oh, wieder eine Ecke. Oh, fuck, den kriegen wir nicht. Nicht dahin. Oh Gott, den hätte man so easy geil spielen können. Oh, zum Glück habe ich ihn rechtzeitig rausgeholt. Ich musste passen und es hat sogar geklappt.
Oh, ich wusste, dass das klappt. Ich habe halt echt gehofft, dass ein Tor wird. Krass gehalten. Ach du Scheiße, nicht dahin, dann klappt trotzdem. Okay, wir machen es ganz gut, aber es ist anstrengend. Danke, weil das war eine total schlechte Situation vom Schuss. Da kommt meistens nichts Gutes mehr raus. Ich hätte eher schießen sollen, Mist. Okay, ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Wir müssen mal nur noch ein Tor machen. Hätte ich zumindest Bock drauf. Ach, das muss ich aber lange Zeit. Trinke ich mal einen Schluck. Ach toll. Also, wurde aber auch Zeit. Einfach mal abziehen mit Icardi. Er kann das doch. Oder? Jetzt passiert. Da war doch gar kein Ball mehr, das war dann rot, oder? Ach, abseits.
Es wird unaufmerksam. Oh, geh doch ran! Oder waren zwei Spieler? Ich habe gehofft, dass er einfach abzieht, wenn ich einen Torhüter enttäusche. Das hat er auch gemacht. Nein. Oh. War eigentlich ein Foul, das Trikot zupfen, aber ist egal. Und das habe ich nicht eingegeben, das ist so komisch, den... Das wäre so unverdient gewesen, weil ich nicht weiß, warum Benatia da diesen komischen Schlenker nach hinten macht. Wie so eine verkappte Schusstäuschung. Konzentrieren wir uns aber mal und kriegen das Gegentor. Aber wie gesagt, es wäre nicht zustande gekommen, wenn Benatia nicht so bescheuert gewesen wäre und ich so komisch gedreht habe. Ich habe das nicht eingegeben. Ich weiß gar nicht, wie man das eingibt. Dass man so eine Drehung macht, so eine schnelle. Das war auch keine Schusstäuschung. Ach, eigentlich hätte ich auch wechseln können, glaube ich. Das ist keine verdiente Ausgleich, aber wir konzentrieren uns. Andersen vielleicht mal. Oh, Perry, was machst du denn? Geil gespielt, Alessandrini eingewechselt und das sollte. Naja, es ist noch nicht das Sieg, aber das ist schon mal gut. Schöne Vorlage von Icardi. Das war auf jeden Fall mal ein Pace-Tor, glaube ich. Also ich denke, mit weniger Pace schafft man das nicht. Perisic auch langsam ein bisschen im Arsch. Ich überlege gerade. Ich meine, es ist noch ein knappes Spiel. Ich will hier nicht... Ich mach's mal. Ich meine, ich habe genügend Fitnesskarten. Ich muss ja nicht übertreiben hier mit den Schonen von den Auswechslern. Ich meine, klar ist auch immer ein Vertrag, den man spart, wenn man ihn nicht einwechselt. Aber das ist nicht so wichtig. Die sind so billig, die Verträge. Hat sich doch schon gelohnt, dass wir hier Elionussi mitgebracht haben, weil er sich durch die Pace den Ball erlaufen konnte. Also, warum spiele ich denn den nicht flach? Was war denn das gerade? Ich hätte ihn komplett flach spielen können. Oh Gott, wie dumm von mir. Ah, ich habe schon dreimal gepasst.
Scheiße. Fuck! Ah, der Gegner spielt jetzt richtig schlecht. Oh, er pfeift immer noch nicht ab. Komm, pfeif ab, pfeif ab. Jetzt pfeif doch mal ab! Meine Fresse, was war das denn? Schon wieder so ein Ding, wo ewig nachgespielt wird. Das sind doch so 2 Minuten. Was für ein anstrengendes Spiel, meine Herren. Puh. So, Tore. Icardi Alessandrini, Vorlagen Icardi Khedira. Wie viele Spiele haben wir denn noch? Ich glaube, eine Aufnahme würde ich heute noch machen und die restlichen am Sonntag. Nice, wir sind Gold 3. Oh, wir haben schon 9 weg. Ah ja, ich glaube, ich würde noch eine Aufnahme machen. Haben wir 7 am Sonntag. Das ist okay. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.